Okay, es kommen jetzt zum letzten Vortrag und ich verspreche euch, es wird kurz und knackig und wir gehen gleich zusammen Bier trinken. Fangen wir doch nochmal mit einer kurzen Publikumserhebung an. Wer war denn alles von euch schon mal auf der Republika? Das ist super schön. Dankeschön, dass ihr schon mal bei uns wart. Wir hoffen auch, das frage ich jetzt mal nicht, dass ihr auch alle dieses Jahr wiederkommt. Aber es sind auch ein paar Hände nicht nach oben gegangen. Insofern hoffe ich, dass wir auch viele neue Besucher dieses Jahr begrüßen dürfen. Und möchte euch jetzt ganz kurz ein Sneak Preview in unser diesjähriges Programm geben. Genau, Spannung. Ihr könnt natürlich ganz viel davon auch schon auf unserer Webseite finden und für die da waren in den letzten Jahren schon, es gibt natürlich auch immer unsere Haupttracks, die Themen, die wir jedes Jahr behandeln. Die Republika ist eine Konferenz, ein Festival, das versucht, die Digitalisierung der Gesellschaft aus vielen verschiedenen Facetten zu beleuchten, und zwar so, dass alle, die wir hier sind, die sozusagen als Experten sich ganz oft mit diesen Themen beschäftigen, aber auch alle Newbies viel lernen können dabei, gut ins Gespräch kommen etc. Das wird natürlich auch dieses Jahr so sein. Wir haben aber auch jedes Jahr ein paar Tracks, ein paar Themen, die wir speziell fokussieren, und wir haben natürlich auch jedes Jahr ein Motto. Dieses Jahr freuen wir uns ganz besonders darauf, unseren 10-jährigen Geburtstag mit euch allen zusammen zu feiern. Juhu! Es ist eine runde Republika-Zahl und deswegen ist auch das Motto dieses Jahr der Geburtstag sozusagen, unser Jubiläum. Wir gucken zurück in die Vergangenheit, 10 Jahre Republika, wir gucken in die Zukunft, was steht uns in der nächsten Dekade bevor, was haben wir erreicht, was wollen wir erreichen. Wir reflektieren mit euch gemeinsam und das habt ihr bestimmt schon auch auf unserer Homepage gesehen, da findet sich nämlich auch dieses Motto wieder. Wir hoffen, dass ihr euch in der Republika wiederfindet. Die Republika wäre nichts, wenn ihr nicht jedes Jahr dahin kommen würdet, mithelfen würdet, fantastische Talks einreichen würdet. Deswegen auch dieses Spiegel- und Reflexionsmotto, denn die Republika seid natürlich auch ihr alle. Das ist das Kernmotto-Thema, wie gesagt, dieses Jahr. Wir haben, wie gesagt, auch spezielle Tracks. Ein Track wird natürlich dieses Jahr zum Thema Migration und Refugees stattfinden. Das machen wir in Kooperation mit der Bundeszentrale für politische Bildung. Das heißt, wir werden uns in einem Themensprung komplett dem Thema widmen. Es ist uns aber auch ganz wichtig, nicht nur über Menschen zu reden, die geflüchtet sind und Migrationserfahrungen haben, sondern auch mit Menschen. Wir haben dieses Jahr auch Tickets, Volunteerplätze, Speakerplätze, also an allen Facetten, wie man sich in der Republika einbringen kann, auch speziell für Menschen mit einem Refugee-Status. Das heißt, falls ihr Leute kennt, die vielleicht noch nicht vernetzt sind mit der Republika, die Interesse daran haben, als neue Berliner mit dabei zu sein und sich einzubringen, dann sagt uns, kommt auch gerne direkt jetzt danach auf mich zu oder schickt uns eine Mail, sagt uns Bescheid. Wir freuen uns noch auf Hinweise von euch. Es gibt natürlich auch wie jedes Jahr Highlights auf der großen Bühne, Keynote-Speaker, vielleicht ganz kurz drei, die ich mit euch teilen wollte. Die fantastische Kate Crawford wird kommen. Sie arbeitet am MIT und ist Researcherin, arbeitet vor allem zu Big Data Themen. Ist eine ganz tolle Speakerin, auf die wir uns sehr freuen. Voraussichtlich am dritten Tag wird sprechen, jetzt habe ich mal jemand rausgepickt, der vielleicht noch nicht so bekannt ist, Arik Toller. Arik arbeitet für Bellingcat. Das ist eine Organisation, die machen, so sagen sie selber, Open Source Forensics. Das heißt, sie crowdsourcen Informationen, und zwar vor allem Informationen, die nicht von Menschen gemacht werden, um so Aufklärung zu betreiben. Das ist so ein bisschen, und dazu haben wir auch viele verschiedene Talks dieses Jahr im Programm zum Thema Watching Back the Watchers, also Reverse Surveillance sozusagen. Sie versuchen damit Aufklärung zu betreiben, vor allem in Konflikten wie in der Ukraine und in Syrien, und werden uns auf der einen Seite erklären, wie sie das machen, aber auch aktuelle neue Erkenntnisse mitbringen. Das ist auf jeden Fall eins meiner persönlichen Highlights. Und wer von euch schon mal im Republika-Programmbüro weiß, dass wir diese digitale Konferenz auch manchmal sehr analog planen, also mit vielen bunten Post-its im Büro. Und wir haben im Moment so ein Go-To-Post-it. Das heißt, wenn irgendwas nicht gut läuft oder es ein bisschen miese Stimmung gibt, dann drehen wir uns um und zeigen alle auf dieses Post-it und freuen uns riesig, dass der Mann kommt, der alle unsere Lieblingscomics im Netz malt, und zwar XKCD. Juhu! Also bringt alle eure T-Shirts und was ihr uns auch noch signiert haben wollt, seine Bücher natürlich auch mit. Wir haben außerdem
was uns sehr freut, sehr viel Internationales. Ich weiß noch, 2009 meinen ersten Vortrag zum Thema Afrika auf der Republika gehalten habe. Da hieß es noch so, ach Geraldine, das kannst du da hinten in der Besenkammer machen. Das interessiert doch gar nicht so viele Menschen. Und wir uns immer sehr viel Mühe geben mussten, auch Speaker aus Ländern zu bekommen, die vielleicht eben nicht USA und Europa sind. Das hat sich in den letzten Jahren sehr stark geändert. Wir haben einen ganzen AP Global Track, wo es um netzpolitische Themen aus internationaler Sicht geht. Es geht um Netzneutralität in verschiedenen Ländern. Es geht um Meinungsfreiheit in verschiedenen Ländern, es geht um Datenschutz in verschiedenen Ländern, das heißt, quer über die Welt, Netzneutralität in Chile, Meinungsfreiheit und Religionsfreiheit in Vietnam, es ist wirklich die ganze Welt dabei. Ein großes Thema ist natürlich auch dieses Jahr das Thema Hate Speech, was tun wir gegen den Hass in unserer Gesellschaft, nicht nur im Netz, das wird natürlich auch sehr prominent behandelt. Dann noch ein paar Highlights. Die Station ist irgendwie, da findet die Republika statt. Das ist unsere Location, so magisch erweiterbar. Das freut uns sehr, weil wir auch jedes Jahr wachsen. Das heißt, es gibt dieses Jahr einen neuen Hof. Es gibt auf jeden Fall eine neue Außenfläche. Natürlich ersetzen wir nicht den Hof, der bleibt uns natürlich allen als Biertrinkplatz und Herzstück erhalten. Aber es gibt eine neue Außenfläche. Es gibt auf dieser neuen Außenfläche auch verschiedene Highlights, wie zum Beispiel eine Sauna. Ja, genau. Es gibt auch dieses Jahr auf der Republika nicht nur die allbekannten Talks und alles, was ihr schon gewohnt seid. Wir haben auch sehr viel Platz dieses Jahr gelassen für Meetups, für Action, für Kunst. Es wird verschiedene Workshops geben, die auch dieses Mal tatsächlich Workshops sind, so mit Hands-on-Sachen und selber machen. Unter anderem kommt ein Künstler, Arthur heißt der, der mit euch gemeinsam riesen Pflastersteine baut aus Folie, die man aufblasen kann. Die setzt er ein bei Demos als Kunstobjekt, aber auch zum Selbstschutz. Also alle möglichen sehr hands-on Sachen. Da freuen wir uns sehr darauf, mit euch die gemeinsam zu machen. Ja, warum ich aber eigentlich hier heute rede, ist natürlich nicht nur, um die Republika allgemein zu bewerben, sondern euch auch ein bisschen zu erzählen, was die digitale Gesellschaft, also unser schöner Verein, alles auf der Republika macht und welche Talks wir im Speziellen mit unserer Community geben werden. Und da möchte ich euch nochmal einen ganz kurzen Programmüberblick geben. Also jetzt hier nochmal einfach Programmempfehlung. Ihr könnt sozusagen schon mal das Notizbuch zücken. Was sollte man alles dieses Jahr auf der Republika konkret besuchen? Unter anderem die fantastische Julia Kläuber zusammen mit Laura Dornheim und Cosmin Cabuela, alle Speaker in dieser Session sind ganz fantastisch und sie machen eine ganz, ganz praktische Session, die wirklich unglaublich hilfreich ist. Auch das ist ein Workshop, also auch da wird es ein bisschen hands-on zu gehen und zwar zum Thema Hacking the Fördersystem. Sie haben untersucht, wie kann man eigentlich innovative Sachen in Deutschland fördern lassen, das ist ganz oft gar nicht so einfach. Ein Förderdickicht, dann muss man auch noch Anträge abgeben, die so lang sind wie Uni-Arbeiten. Wie kann man dieses ganze Fördersystem eigentlich navigieren und für coole Projekte an Geld kommen, das erzählen euch diese drei fantastischen Speaker. Julia hat auch noch eine zweite Session und zwar mit dieser anderen fantastischen Dame, die hier vorne sitzt und Arne Semsrott, State of the Open. Wir wissen alle, wie es um die Lage unserer Nation bestellt ist. E-Governance ist in Deutschland oft noch PDF-Versand. Die digitale Agenda haben wir hier auch schon viel diskutiert in verschiedenen Sessions, deswegen wird es hier sozusagen eine, wo stehen wir eigentlich? Eine zur Lage der Nation in Sachen Offenheit geben, auch von drei ganz fantastischen Speakern, auf die wir uns sehr, sehr freuen. Das Thema Netzneutralität ist natürlich auch eines der Schwerpunktthemen der digitalen Gesellschaft. Auch das wollen wir im Rahmen der Republika adressieren. Ich habe eben schon gesagt, auch aus internationaler Perspektive, Netzneutralität in Afrika, in Südamerika, in Asien, aber natürlich auch ganz wichtig hier bei uns, das heißt der fantastische Tom Lohninger und Barbara Wanschewik, auch wieder zwei tolle Speaker, werden sich diesem Thema widmen und über ihre Arbeit zum Thema Kampf für Netzneutralität in Deutschland, in Österreich, in der EU sprechen und uns erzählen, was wir da alles noch so zusammen retten können. Auch ein wichtiges Thema, wir hatten ja letztes Jahr zur Republika war das Motto und das Hauptthema Finding Europe, also wir und Europa, wie verhält sich das eigentlich? Deswegen gibt es nicht so viele Sessions dazu dieses Jahr im Programm, die wollten wir aber auf jeden Fall mit drin haben. Kirsten Fiedler kennt ihr bestimmt viele von euch auch, sie organisiert EDRI, das heißt den Dachverband der netzpolitischen NGOs in Europa. Und sitzt in Brüssel, wie auch Fukami. Sie müssen sich alltäglich mit dem Wahnsinn der EU auseinandersetzen und werden uns im Rahmen dieses Vortrags einfach auch nochmal wirklich von Grund auf erklären, wie dieses System eigentlich funktioniert
und wie wir uns in dem zurechtfinden können. Oh, das bin ich. Ja, genau. Für alle, die das mehr interessiert, können danach gerne nochmal auf mich zukommen. Ich habe eine Subkonferenz innerhalb der Republika, die wir jetzt seit 3 Jahren machen, und zwar das Global Innovation Gathering. Das Global Innovation Gathering ist ein Netzwerk von Innovationshubs, das sind zum Teil kommerziellere Orte wie Startup-Inkubatoren, das sind aber auch Hackerspaces, wie zum Beispiel die Seabase, das sind Makerspaces auf der ganzen Welt, die wir zu einer Community, einem Netzwerk zusammengebracht haben, und wir treffen uns einmal im Jahr auf der Republika und machen da verschiedene Sachen. Wir haben verschiedene Talks, wo es um zum Beispiel Innovationspolicy geht. In manchen Ländern sind Technologien, bestimmte Maker-Technologien, vor allem illegal. Was kann man da machen? Es gibt in vielen Ländern keine Gesetze für Coworken oder überhaupt für das Betreiben von solchen Orten. Was braucht es für bessere Regulierung in dem Bereich? Wir werden über Circular Economy und Maker-Kultur sprechen. Wir werden über verschiedene Teilthemen sprechen, wie zum Beispiel Prothesen und 3D-Druck. Wir werden den Macher von Arduino interviewen, wie man eigentlich offene Technologien am besten in der Welt verbreitet. Also vor allem verschiedene Maker-Technologien im Fokus haben. Und das nicht nur auf Talks an der Bühne, sondern wir betreiben einen Makerspace auf der Republika mit allem, was man sich da so wünscht, an Lasercuttern, 3D-Druckern, Lötkolben etc. Und werden alle 3 Tage der Republika Hands-on-Workshops machen, wo ihr eure eigenen Origami Dinosaurier-Roboter zum Beispiel basteln könnt, und wir werden auch einen Hebocon-Contest auf dem Makerspace machen. Das heißt, ihr könnt jetzt schon mal anfangen, eure trashy Robots zu basteln, die dann gegeneinander am Makerspace kämpfen können. Genau, und last but not least, natürlich der Gründer der ganzen Geschichte, Markus Beckedahl, darf auch was zum Geburtstag erzählen. Den Inhalt dieses Vortrags geben wir jetzt nochmal noch nicht preis, aber er wird natürlich reflektiv zum ganzen Motto der Republika. Das alles Wundervolle, was Markus so geschaffen hat in den letzten Jahren, nochmal reflektieren. Und und auch darauf freuen wir uns sehr. Das war schon mal so ein, ach nein, natürlich, da kommt noch eine. Und zwar, Anna Biselli wird zusammen mit den beiden Abgeordneten Konstantin von Notz und Martin Renner auch ganz, ganz wichtig, finde ich, einen Workshop geben. Und zwar zum Thema NSA-Untersuchungsausschuss. Anna, wie ihr vielleicht wisst, wenn ihr Netzpolitik lest, verbringt sehr viel ihrer Lebenszeit damit, in diesem Ausschuss zu sitzen, ihn zu verstehen, ihn für uns zu übersetzen. Und wie sie das so macht, das werden sie uns in diesem Workshop nochmal erklären. So, ich glaube, das waren jetzt alle. Genau. Deswegen last but not least, wir sind jetzt am Ende des diesigen netzpolitischen Abends. Natürlich nicht am Ende, weil wir jetzt noch gleich alle zusammen was trinken werden. Und wie gesagt, wenn ihr noch Fragen hierzu habt, kommt gerne auf mich zu. Der nächste netzpolitische Abend ist natürlich ersten Dienstag im Mai. Das ist dann der 3. Mai, und wie ihr jetzt bestimmt schon alle mitbekommen habt, wird das mitten auf der Republika sein. Und deswegen laden wir euch zum nächsten netzpolitischen Abend nicht hier in die wundervolle Seabase ein. An dieser Stelle nochmal ein Dankeschön, dass wir hier sein dürfen mit unserem netzpolitischen Abend. Unsere toll unterstützt werden immer von euch. Aber nächstes Mal sind wir dann auf der Republika und werden da am Dienstagabend unseren netzpolitischen Abend machen, und wir hoffen sehr, dass wir euch auch dort alle begrüßen können. Und falls das nicht klappen sollte, dann sind wir natürlich im Juni wieder hier und freuen uns da wieder auf die Seaboys und auf euch alle. Ja, das war's als Überblick und für den Talks heute. Ich bedanke mich und hoffe, ihr werdet Spaß.